Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video vom Team Zen Garden Paraguay. Und heute nehmen wir euch mit auf die Baumesse im Jahre 2022 in Asunción. So, wie ihr seht, hier ist der Eingang und wir haben uns mit einigen Herstellern unterhalten. Wir haben immer mal wieder auch Videos gemacht, was so in den Hallen drin ist. Und wenn ihr Interesse habt an verschiedenen Baustoffen, an verschiedenen Möglichkeiten, dann schaut das Video bis zum Ende. Und vergesst nicht, wenn es euch gefällt, dann gebt uns auch bitte einen Daumen hoch. Das ist für uns einfach das Messkriterium, wie euch das Video gefallen hat und von welchen Videos ihr mehr sehen möchtet und von welchen vielleicht nicht so viele. Ja? Also bitte gerne, wenn euch das Video gefallen hat, immer einen Daumen hoch. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unter dem Video unseren Kanal abonniert oder auch zu uns in die Telegram-Gruppe vom Zen Garden Paraguay dazukommt. Die Angaben zu all diesen Sachen, sprich wo ihr die Telegram-Gruppe findet und so weiter, diese Information befindet sich unter dem Video in der Kurzbeschreibung. Da einfach hingehen und dann werdet ihr alles finden. Also hiermit nochmal die Einladung, folgt uns und begleitet uns durch unseren Tag auf der Baumesse 2022 in Asunción und gleich nach dem Intro geht es los. Was auffällt, ist, gleich wenn wir ankommen auf dem Parkplatz, obwohl die Messe gerade begonnen hat, ist noch wahnsinnig viel Platz. Das kennen wir dann doch von Messen in Europa anders. So, und hier gehen wir also in die erste Halle hinein. Es sind insgesamt 3 Hallen und noch ein bisschen Freifläche. Und jede Halle hat neben und über der Tür einfach die Information, was man darin findet, wie die Halle heißt. Und lassen wir uns überraschen. So, hier stehen wir vor dem Eingang. Hier ist der Lageplan mit den Hallenerklärungen und hier schon mal Logos von vielen, vielleicht auch allen Ausstellern. Das werden wir gleich drinnen uns dann nochmal anschauen. Aber wie ihr seht, scheint doch eine ganze Menge geboten zu sein. So, hier sind wir in der ersten Halle. Hier geht es sehr viel um Maschinen, wie ihr seht. Also auch hier in Paraguay thematisch gruppiert. Hier geht es dann um Küchen und Werkstoffe, um Griffe. Schaut mal, sieht auch mit den Dunstabzugshauben und so wirklich wie europäisches Niveau. Da kann man nicht meckern. Schön eingelassene Spülbecken. Makita dahinter. Und hier Griffe. Roca Ceramica ist ein Hersteller, eine Fabrik, bei der wir selbst auch gekauft haben. Wir haben zum Beispiel diese Rompe Cabezas, aber einfarbig, nicht mehrfarbig. Also genau das sind die, die wir gekauft haben, die hier. Und natürlich eben die normalen Steine. Die La Jota Nacional, die seht ihr hier ganz unten. In der Mitte, die haben wir benutzt für unsere Terrassen und für den Kinscho. Also auch der ist hier vorhanden. Da hinten sehen wir die ersten Ladrillos. Das ist Ladrillo Hueco. Hueco heißt, weil sie Löcher haben. Und also insgesamt ein guter Start. Hier haben wir zum Beispiel eine Alternative zu dem Hersteller, der sonst immer promoviert wird, nämlich für kleine Öfen. So, hier sind wir bei etwas sehr Interessantem, nämlich jemand, der dieses Thermoakustiko-Chapa macht und spezielle Halterungen hier für zum Beispiel Solarplatten. Das heißt, da muss das Dach eben nicht angebohrt werden. Das hat hier, das sieht man nicht so gut, das hat hier Rillen, ja, da wird es also reingemacht. Das ist also eben wirklich gedacht, damit man das eben hier gut befestigen kann. Und es gibt eben hier auch noch solche Lösungen, also ihre Spezialität ist das Thermoakustikdach. Es gibt es alle möglichen Varianten. Das Besondere hier ist, dass dieser Hersteller in der Mitte nicht mit Polystyrol, also mit Styropor arbeitet, sondern mit Polyurethan, was eine höhere Dichte hat
und was eine bessere Wärmedämmung hat. Wie ihr seht es hier an der Seite und es gibt es einfach in allen möglichen Dekoren, in Weiß, in Braun, mit Unterseite und Oberseite. Also da gibt es einfach die ganze Palette der Auswahl, die man sich vorstellen kann. Hier seht ihr einfach jetzt nochmal von der Seite und auch mit dem Prospekt. Also wir haben uns den Prospekt mitgenommen, einfach damit wir dann die Daten haben und wieder in Kontakt treten können. An einem anderen Stand haben wir jetzt auch gesehen, dass die Auswahl an Steckdosen und so weiter für die Wand immer größer wird und immer schöner. Also da gibt es auch wirklich, da tut sich in den letzten 2, 3, 4 Jahren wahnsinnig viel in Paraguay, was vorher noch nicht so wirklich war. Und wenn ihr das suchen solltet, der Hersteller ist Elektron. Der wird hier über verschiedene Märkte dann vertrieben. Aber also wirklich, es wird immer hübscher, es wird immer moderner. Das ist wirklich eine gute Entwicklung in Paraguay im Baustoffsektor. So, hier sind wir vor der nächsten Halle und hier geht es nochmal um Chapas und Dächer. Und hier seht ihr zum Beispiel eben die unterschiedlichen, zum Teil eben hier mit, bei dem hier mit Styropor und hier zum Beispiel mit Polyurethan, was eine stärkere Dichte hat und somit auch wahrscheinlich besser isoliert. Ja, jetzt werden wir uns hier einfach ein bisschen weiter informieren. Das ist eine Firma aus Paraguay. Mehr dazu später. Nun gehen wir in die zweite Halle hinein. Wir sind schon gespannt, was da kommt. Da ist dann auch auf der Seite gleich wieder ein Lageplan. Das sind also insgesamt, wie ich schon mal erwähnt habe, 3 Hallen. Und wir schauen mal, was uns da für interessante Hersteller in dieser Halle erwarten. Direkt beim Eingang in diese Halle fallen wir über die Firma Casa Climatica. Die habt ihr sicherlich schon in der Werbung oft gesehen, die geistert ja überall rum. Positiv gemeint, haben eine sehr schöne Ausstellung, sieht alles sehr, sehr hochwertig aus. Martin probiert die Griffe und ja, also wir wissen, sie sind alle im hochpreisigen Segment. Es sieht aber doch wirklich sehr, sehr gut aus. Sie haben auch Türen, also wer Interesse hat, hat hier eben auch die Kontaktdaten. So, der nächste Stand hat aus dem Grund mein Interesse geweckt, weil das Bodenfarben sind. Also man kann damit Boden anstreichen und natürlich auch andere Sachen. Und diese Farben sollen gerade im Außenbereich sehr langlebig sein. So, was ihr hier seht, ist die neue Palette an Farben der Marke Souvenir, die wir persönlich ganz viel nutzen, weil sie einfach eine richtig gute Qualität hat. Wandfarbe sprechen wir hier. Und ja, diese wird es dann in Zukunft geben, wo man sich eben die Farben, die man möchte, aussuchen kann. So, hier sind wir im Bereich der Innendeko. Hier einfach nochmal die Kontaktdaten. Und wie ihr seht, haben wir hier Rollos, Innenjalousien, die vertikalen Lamellen, genau, horizontale Lamellen. Und hier das Ganze eben auch nochmal mit Seilzug, die Rollos, wie wir sie kennen, Innenrollos. Also alles wirklich ja, auf dem höchsten Stand im Prinzip. Viel Auswahl. So, hier seht ihr ein bisschen die Außenanlage. Hola. Insgesamt sind es 3 Hallen und dann eben hier Außengelände. Außengelände hat vor allem große Maschinen. Ich filme nachher noch mal ein bisschen mehr, aber wie ihr seht, hier einfach Außengelände und wir sind kurz davor, in die nächste Halle reinzugehen. Hier befinden wir uns jetzt vor der dritten Halle, der Pavillon C. Und hier sind einige der Hersteller, die wir besonders gerne treffen wollen. So, vor der Halle C haben wir hier nochmal eine etwas größere Ausstellung von Siopa. Wie ihr seht, hier mit Liegen und Pool, mit Wasserbehältern, Tanks. So, und jetzt gehen wir mal rein. Ich gehe mit euch nochmal zur Karte und erkläre es euch. Also, hier sind wir rein. Hier haben wir geparkt. Hier sind wir rein. Dann sind wir hier lang und sind hier in dieser Halle B. Und jetzt sind wir hier durch die Außenanlagen. Das, was ich gerade gefilmt habe, war hier. Und wir gehen jetzt hier in diese Halle C. Ja, das sind so die Hallen, die es gab. Wir sehen hier das nochmal. Da waren wir drin. In B waren wir drin. In C waren wir drin. D ist der Außenbereich mit den Maschinen.
G ist nochmal eine Futterstelle und das war's im Prinzip auch schon. So, also gehen wir in die Halle C. So, hier gleich am Eingang haben wir nochmal einen Hersteller von Holzfenstern, der soweit in Ordnung aussieht. Allerdings kommen für uns Holzfenster einfach nicht mehr in Frage, weil sie zu viel Pflegeaufwand haben. Aber für euch im Video, auch hier Türen. So, ich höre immer wieder, wenn die Leute zu uns in den Zen-Garten kommen, wie ihr macht Mülltrennung. Mülltrennung geht auch in Paraguay. Man muss sich einfach nochmal umorientieren. Es funktioniert ein bisschen anders. Aber wie ihr seht, es gibt alles. Es gibt dafür Mülleimer, es gibt einfach Möglichkeiten, es zu machen. Und ich glaube, ich werde zum Thema Mülltrennung einfach irgendwann nochmal für euch ein ganz neues Video machen. Hier eine Firma, die wunderschöne, für uns im Stil nicht passend, aber von der Machart wirklich wunderschöne Holzmöbel macht. Echtholz, kein Pressspan. Und schaut euch mal da vorne diesen Tisch an. Wie gesagt, bei uns passt es nicht rein im Stil, aber wunderschön in seiner Art. Für Leute, die das suchen, es ist die Asociación Paraguaya de Artesanos. Und direkt in meinem Rücken befand sich dann dieser Stand. Dort haben wir uns sehr lange mit einem netten Herrn unterhalten. Und zwar ging es für uns um die Frage der Rentabilität von Solarzellen. Und inzwischen gibt es wohl Systeme, die sehr viel rentabler sind, die sich auch in 4-5 Jahren schon amortisieren, die auch bei denen auch die Paneele länger halten, trotz der starken Hitze hier. Und es gibt sogar Thermokalifons, also Boiler, die für Solar direkt geeignet sind. Also mit diesem Herrn werden wir in Zukunft uns nochmal in Verbindung setzen, denn sie machen auch Rentabilitätskalkulationen. Und das werden wir auf alle Fälle ausprobieren und sehen. Uns spukt schon seit Jahren Solar im Kopf herum. Es heißt immer wieder, es lohnt sich nicht in Paraguay, weil alles so schnell degeneriert, es wird nie rentabel. Ja, wir lassen uns das einfach mal ausrechnen und dann schauen wir weiter. Aber ich kann nur sagen, wir hatten hier ein sehr, sehr interessantes Gespräch und sind wirklich gespannt auf die Kalkulation, die wir dann in einigen Wochen machen lassen werden. Wir müssen für uns noch ein paar andere Sachen vorerledigen, die nichts damit zusammenhängen. Aber dann werden wir uns die Zeit nehmen und uns das wirklich einfach nochmal ausrechnen lassen. Und dann werden wir sehen, ob es dann im Zen-Garten zum Einsatz kommen wird oder nicht. Aber wirklich interessantes Gespräch. So, hier haben wir noch einen doch interessanten Hersteller für Türen und Fenster. Vor allem Türen suchen wir ja noch. Hier seht ihr. Allerdings, wenn ihr an Türen oder Fenster dieser Firma interessiert seid, sie werden nur über Distributoren, also sprich über weitere Händler vermarkten und nicht direkt. Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus. Schaut mal hier. Karaoke PVC. Hier auch doppelt verglast, also alles möglich. Similar die ersten Türen. So, das hier ist zum Beispiel Material für Türen. Das heißt, innen drin habt ihr Polyurethanschaum und außen und innen und außen ist Acero in verschiedenen Designs. Also ihr könnt es in braun haben, in schwarz, in weiß, lackiert und. Aber einfach, dass ihr hier das Material nochmal seht. Ein paar Meter weiter sind wir über diesen Stand gestolpert. Hier ging es zum Beispiel eben um Displays, um zu sehen, wer steht an der Tür, gerade wenn das Haus vielleicht etwas weiter hinten ist oder so. Für uns jetzt nicht interessant, allerdings dachte ich, ich nehme es einfach mal auf für diejenigen unter euch, die sowas suchen. Also auch das gibt es in Paraguay zu finden und die Namen der Hersteller, die könnt ihr hier oben sehen und euch dann direkt mit ihnen in Verbindung setzen. Was wir auch noch entdeckt haben, das sieht man jetzt hier nicht so schön, das sind Möglichkeiten, Blumentöpfe an eine Regenrinne, an eine runde Regenrinne zu machen. Das ist jetzt nicht mein Favorite, aber wenn man irgendwo eine Regenrinne hat, die ein bisschen störend in der Gegend rumhängt, dann soll man wissen, dass man auch das in Paraguay bekommen kann. Sieht anders aus wie in Europa, aber es ist vorhanden. So, hier haben wir noch was und hier geht es um Aufzüge.
die meisten von uns werden keine Aufzüge brauchen. Aber hier ist eben auch das Schild, das sagt, es gibt eben auch Aufzüge für Privatpersonen, wenn man zum Beispiel einfach gesundheitlich nicht mehr sich so gut bewegen kann und ein Stockwerk oben hat oder was auch immer. Also da, damit man einfach eine Bezugsquelle hat, Centurio Ingenierie. So, hier haben wir Möbel aus Zement mit einer bestimmten Verarbeitungstechnik, sodass sie eine ganz, ganz lange Haltbarkeit haben. Und genau speziell dieser wird morgen von einem Künstler hier am Stand bemalt werden. Und dann kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen und es gewinnen. Aber im Prinzip seht ihr, das kann auch in jeder Farbe natürlich gemalert werden. Und Martin hat schon drin gesessen und es fühlte sich sehr gemütlich an. So, hier haben wir nochmal einen Stand mit Thermoblocken und Chapper. Beziehungsweise Terra Cuarzo Polimerica. Da werden wir gleich mal rausfinden, was das ist. So, hier ist eben nochmal ein Hersteller von Thermoblocken. Und aber was er auch hat, sind diese Dachschindeln, nenne ich sie jetzt mal. Das ist 100% recyceltes Plastik mit Pigmenten gegen die Sonne, damit die einfach viel länger halten. Und Sand ist da drin. So, sie machen natürlich auch hier die Abschlusssteine. Hier oben natürlich auch für oben. Und es gibt es in diesen vier Farben. Also dieses Braun, dieses Schwarz, das hier nennen sie Schokolade. Und das hier ist nochmal so, ich sag mal, sowas wie Anthrazit. Und hier hinten haben wir nochmal eine, ja, so ein bisschen marmoriert, nenne ich es jetzt mal. Ja? Und das Ganze nennt sich, wie ihr es da oben sehen könnt, Terra Cuarzo Polimerica. Hat keine Isolierung, aber eine super Haltbarkeit. Also er hat vorhin eine Eisenkugel auf sowas drauf fallen lassen und da ist nichts passiert. Das heißt, dieses Dach geht nicht kaputt. Es wird ganz einfach hier mit Schrauben, wie ihr seht, festgemacht. Ich würde da einfach, damit da definitiv kein Wasser rein kann, vielleicht noch ein bisschen was drüber schmieren. Aber grundsätzlich für eine Verarbeitung und auch vom Gewicht für ein Dach eine super Geschichte. Eventuell dann eben mit einer Isolierung drunter. Ansonsten seht ihr hier nochmal eben die Thermoblock und sie werden eben angebracht und gebaut mit dem Claumix Ceramico. Damit werden sie gemacht. Das ist das, was der Bau, warum der Bau mit diesen Blocken einfach teuer ist. Die Blocke sind teurer als alle anderen Ziegel hier in Paraguay und aber auch das Mittel, mit dem man sie aufeinander festmacht, ebenso. So, hier jetzt nochmal, bevor wir gehen, einen Blick über die Außenfläche. Und wir kommen gleich nochmal zu der Ausstellung von noch mehr von diesen Zementmöbeln. Die ist hier vorne. Und da werden wir uns das nochmal anschauen und sehen, wie das dann so ist. Seht ihr, hier sind sie schon. Also es gibt alles Mögliche. Es gibt Bänke, Tische, richtig unterschiedliche Geschichten. Hier, wie ihr sehen könnt. Ja. So, und Martin macht gerade einen Test, und zwar seine Hand auf das Grün markierte. Warm, sehr warm, da kriegt man einen warmen Hintern. Kühl, das heißt im Sommer, das ist definitiv die Wahl. Magst du dich in so einen gemütlichen reinsetzen? Machen wir da auch nochmal. Und wie ist das Empfinden? Also ankuscheln kann man sich nicht, aber er ist sehr bequem. Er hat sogar eine Lordosenstütze. Ist der Hammer. Natürlich nicht variierbar, klar. Aber sie ist da. Wobei die Lordosenstütze doch sehr hoch ist. Sie könnte 10 cm noch nach unten rutschen. Und die Kopfschütze fehlt. Ja. Setz dich auch mal rein. So, was wir hier noch entdeckt haben auf unserem Weg nach draußen, sind
zu Wohnräumen umgebaute Container. Also schon mal außen sehr hübsch gemacht, wie ihr sehen könnt, aber eben auch hier innen. Man kommt rein und es sieht richtig gut aus. Das hier ist ein 40-Fuß-Container. Also sowas, wie wir eben auch hatten, als wir nach Paraguay gekommen sind. Da hatten wir unser Gut drin. Hier eine Dusche, Badezimmer. Also da fehlt sich nichts. Schöne Verkleidung. Schaut euch mal dieses Schlafzimmer an. Hier schöne Fenster bis zum Boden. Angenehm kühl. Sprich, gute Isolierung. Hier, das ist Rehgips. Hübsche Türen. Da vorne könnt ihr sehen, eine schöne Küche. Schöne Deckenbeleuchtung. Sieht insgesamt für Leute, die sich dafür interessieren, richtig, richtig gut aus. Aber was wir gerade festgestellt haben, was ich nicht gesehen hatte, selbst jetzt im Winter, also es ist ja heute kein wirklich warmer Tag, ist die Klimaanlage an. Deswegen kam es mir wohl auch so kühl vor. Na, also Isolierung hin oder her, selbst im Winter läuft die Klimaanlage. Ja, ich bin ja immer ein Freund von neuen und verrückten Ideen. Und ich muss sagen, die Idee mit so einer Containerwohnung, ja, ich meine, verrückte und neue Idee. Und vor allem, wir sind jetzt gerade drin mal rumgelaufen und ihr habt ja gesehen, das sieht richtig nett aus. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da angenehm wohnen kann. Haben natürlich auch gleich mal nach dem Preis gefragt und für 25.000 Dollar, und dazu gehört die gesamte Elektrik, die Küche und auch das komplette Bad, kann man so ein Ding sich kaufen und dann wahrscheinlich irgendwo hinliefern lassen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wir haben ja gerade Winter, die Klimaanlagen laufen parallel auch auf Kühlung. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, man muss Klimaanlage mögen. Ich meine, das muss man paarweise so oder so, aber auch im Winter. Aber ansonsten, die Idee verrückt und interessant. Ja, das war's. 2022 Baumesse in Paraguay. Für uns super interessant gewesen. Wir haben ein, zwei Lieferanten gefunden, wo wir uns auf jeden Fall mit in Verbindung setzen, denn die Produkte sehen richtig gut aus. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns auch freuen über eine kleine Rückmeldung, und zwar der Daumen nach oben wie immer. Und sollten Sie noch nicht in unserem Channel Mitglied sein, dann einfach unten auch gleich neben dem Daumen hoch auf Abonnieren klicken. Ach, dieses Wort. Ansonsten einfach eine schöne Zeit. Von eurem Zen Garden Team Paraguay. Tschüss!